So, herzlich willkommen zu unserem nächsten Part. Oh Gott, ey. Wie ihr mitgekriegt habt, waren wir gerade beim Rumballern. Ich muss dem jetzt nicht mehr anzuspringen. Aua! Achso, bist du ja. Oh. Von hier aus nicht der Nähe, Mann. Wollen zwei Kerle von dir. Die kann ich verzichten. Die sind blau, genau deine Tragen weiter. Ich habe gewissen Gewehrmunition gekriegt. Sehr schön, was hab ich hier noch? Nix für dich. Super. Ah, dafür haben wir diesmal die großen Mistviecher weggekriegt. Ja. Yep. Und hier steht auch gleich ein Kraut. Das kannst du nehmen. Ich mach mal das Ding auf. Ja. Die werde ich mal hinten noch was holen. Lass dich diesmal nicht wieder anfallen. Ach, du bist witzig. Ey, du bist auch runtergeplumpst. Da konnte ich ja nix. Okay. Das finde ich jetzt auch so logisch, ne? Ja. Schön Schrank auch. Du hältst das Ding aber so lange, bis ich wirklich komplett drüben bin, ne? Ja, kein Schwein da. So ein Ding. Ja. Ich sammle erstmal das Kraut hier ein. Guck mal, Essensdurst, einen guten Appetit. Lecker. Sehr schlangisch, ne? Ja, wo sie klappt, ich krieg schon wieder einen Tattring. Na ja. Come on. Roger. Come on. So, Ei. Oh geil, Schlange tot, Ei gefunden. Ja. Auch nochmal Gold bekommen. Nochmal Schlange gefunden, nochmal Schlange tot. Direkt neben der anderen. Pistolenmunition, was die alles hier liegen haben. Voll logisch, ne? Weil wir Magnum-Munition haben, sorry. Oh. Was siehst du? Mist. Wo bist du denn hingegangen? Einfach mich ein bisschen durchgewuselt. Also ich muss jetzt nach oben. Schrotgewehrmuni. Kombinieren. Zack. Dokumente lesen. Ja, ich kann auch, wenn ihr das lesen wollt, könnt ihr auf Pause drücken. Ah, wir werden uns das nicht genau durchlesen. Ja, auf Garantie nicht. Weil wir müssen einen ganzen Part davon verbringen, wo. Ja, das stimmt. So. So, ich habe erstmal genug Muni aufgesammelt für dich hier. So, Maestro. Ja, dann mach mal einen Hochfall, ne? Oh, da ist auch Schrottmuni. Yep. Super. Sah mir jedenfalls ganz danach aus. Kannst deine Gewehr- und Magnum-Munition gerne haben. Ich brauch die nicht. So. Muss man herankommen. So. Ja, die Magnum will. Oh, ich habe glaube ich noch Pistolenmunition. Wie machst du denn so wild? Kannst du nachgucken, was ich mache? Du brauchst bloß RB drüben. RB? So? Ja. Das ist genau, was ich noch hab. Boah, hab ich viel Munition. Ja, toll. Guck dir mal das da an. Ah, genau das Gegenteil von viel. Ja, du musst ein bisschen sparsam mit der Munition. Ich überleg grad, wo geht's lang. Nee, jedenfalls nicht dort lang. Nicht oben lang. Ja, da war doch irgendwo so ein Seil, ne? Hochseilakt. Ich glaube, wir müssen hier rüber, ne?
Moment. Teamwork. Warte mal, stehen geblieben. Kann sein, dass wir da hatten müssen, deshalb lass ich lieber nochmal hier rein. Und ich weiß auch wieso. Alright. Tja, wenn du mich nicht hättest, ne? Dann kämpfst du hier jetzt nicht weiter. Drahtseil aktiv wieder mal. Das war ja schön am Rad drehen. Oh ne, komm nicht damit. Oh, ich hab 0,7% mehr als du. Ja und? Aber ich hab mehr Gegner als du. Aha. Ja super, toll. Bei so wenig Muni. Meine Akte. Nehmen wir jetzt einen auf Akte X oder was? Ach was. Jetzt kannst du noch Roller kaufen. Ich finde aber scheiße, das Ding so 4000 kostet. Also will ich hier diese blöden Schätze loswerden, die wir eh nicht brauchen. Wow. Okay. Dann will ich das Ei nicht verhauen. Entfernen wir mal. Nein, ich weg. Ach nein, die doch nicht. Die da. Und die Revolver. Das ist ja so geil. Ja, gebe ich gerne zu. Aber verbessern wir erstmal hier die Kapazität. Nein. Hey. Kaufe ich ihn da auch. Der ist Sugar, wird sowieso nie benutzt. So. Jetzt werden wir ganz effizient Munition herstellen. Einmal kaufen. Verwalten. Und verkaufen. Bringen wir bloß 10% ein, aber für 6 Money. Hm. Was blöd ist, hier kannst du bloß 12 Money reinhauen in das ja, Paket. Ja, ist leider so. Oh, kannst du mir mal 30 Pistolen Money geben? Ich bin selber froh, erstmal welche zu haben. Als Notvorrat. Dafür verkaufe ich jetzt erstmal so, dass ich auch 100 Pro erstmal Gewehrmunition habe. Wieso Gewehr? Maschinengewehr, du weißt, welches ich meine. Ja. 300. Oh, jetzt habe ich 150. Und trotzdem sauteuer das Zeug. Ja, ich weiß. Na, oh, kostet auch 4000. Jetzt habe ich schon aufgehört, das Ganze. Also, ich bin fertig. Wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ah, 5000, nein. So, lassen wir es erstmal. Das Gewehr hat nachher eine Durchschlagskraft von 3000 bis 5000. Ja, deine Waffe. Ja, eine Revolver. Magnum. Also, wir auch eine kaufen können. Nö, nee, ich bleibe lieber bei der Schrotflinte. Hat die besseren ja. Wegstoßfähigkeiten. Ein Schrott ist meistens weitaus gefährlicher als ich. Sowieso, wie sie kriegt, können sie auch eine Bank allein mal einkaufen. Das macht ja gar keinen Sinn. Oh. Ein Schrott für den Hals war. Na danke, Maestro. Ja. Wie kann man kann sich gar nicht vorstellen. Ich kann nachher am Rad drehen. Ja. Ich mit dem Dings rüber gut ein. Oh Gott. Dem scheint es zu gut zu gehen, wenn sie nicht hoch. Das war's. Das war's, Mann. Der war mal lebendig. Ich hab den Bruder, der irgendwo gefangen ist. Schrotgewehrmoney. Was ist das? Gewehrmoney und? Geld. So gut, dass eben eine Schlange draufsteht. Blendgranate und Schrot. Jetzt gibt's mal gut Schrotmunition. Beirren lassen.
Ja, das reicht ein echt die Ruhe weg. Klar, ich habe nicht mal auf seinen Kopf gezielt, ey, und er ist... Bei der Pumpe kein Wunder. Wieso wusste ich das? Keine Ahnung. Klar, weil das hier muss ich dran kurbeln, ne? Erstmal musst du da was töten, damit du nicht mehr angeschossen wirst. Ich habe ein paar braune Freunde hier. Eigentlich. Muss ich sowieso fix mal rüber. Jetzt schießt doch einer. Da hinten. Ich glaub mal, der liegt. Scheiß los. Und für mich die Tür aufzumachen. Hier ballert doch immer noch einer. Ja, ich weiß. Ich sehe den bloß nicht. Da oben vielleicht? Oh, das haben wir da hinten ist er. Da hinten, da fliegen die Pfeile. Bin ich blind? Da hinten. Siehst du auch, in welche Richtung ich gucke. Da hinten. Und tschüss. Ja. Ah, jetzt ist es ruhig. Das wird ein Spaß jetzt, ey. Dreh wie ein Besenkter. Lass dich bloß nicht killen, ja? Das musst du mir nicht sagen. Die Krokodile so hungrig sind. Ja. Womit haben sie die gefüttert, Junge? Mensch. Ich drehe hier wie ein Besenkter. Das Ding bricht hier fast ab. Und trotzdem geht das Ding nicht schneller da. Ja, sei froh, dass es da nicht reißt. Ja, dann hättest du ein Problem.